Gebäude abriegeln. Bewegung! Sicher ein Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest, du leidest. Du leidest nicht mehr. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte. Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Moms Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Halleluja, Digga. So, jetzt haben wir hier erstmal unsere Klasse und damit ein Ayo, was ist gefunden? Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Play zu Call of Duty Black Ops 2, dem Story-Modus. Ja, ich bin jetzt ganz auf der Xbox 60. Ich hab's vorhin auf der PS3 mal probiert und irgendwie, wenn die Charaktere geredet haben, kam irgendwie kein Sound. Ich weiß nicht warum, ich hab mich gerade des Todes aufgeregt. Hab jetzt einfach mal die Xbox-Version reingeschmissen, um zu gucken, ob die läuft ohne Probleme. Wir werden jetzt einfach mal die Xbox 60-Fassung zocken. Scheißegal, im Endeffekt ist eh das gleiche Spiel. Und jo, dann wählen wir uns mal kurz eine Klassen auf. Das finde ich übrigens richtig geil, dass man hier wirklich die Klassen auswählen kann. Mit den ganzen Aufsätzen. Ich, auf der PS3 hatte ich irgendwie alles frei, weil ich die Kampagne schon da mehrmals durchgespielt habe, aber hier gerade irgendwie aktuell nicht, weil ich BO2 auf der Xbox 60 noch nie im Story-Modus gezockt habe. Ah gut, ich würde sagen, wir quatschen nicht zu viel, sondern legen direkt los. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Nein! Ich brauche hier Hilfe! Halt durch! Mason! Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt!
Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Böser Feuer! Die MPLA bereitet einen Angriff vor! Wenn sie einen Kampf wollen, dann bekommen sie einen! Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's, Hass? Die MPLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. So, ab geht der Junge. Let's go. Servus, was geht ab? Was geht, was geht, was geht? Der Boss ist hier, was geht? Ich wollte Bio 2 eigentlich die ganze Zeit schon let's playen irgendwie, aber kam irgendwie nie dazu, jetzt endlich. Eigentlich war ein komplett anderes Let's Play geplant, allerdings, keine Ahnung, die ersten 4 Folgen waren super, die letzten 3 konnte ich nicht mehr gebrauchen irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist. Da habe ich OBS irgendwie falsch eingestellt, war auch ein PC-Let's Play. Und ja, total behindert, Digga, egal, scheiß drauf. Hab das Spiel zwar durchgespielt, aber leider konnte ich kein Projekt dazu machen. Macht aber nichts. Kann man sich auch so auf YouTube angucken, Daymare 1998 hieß das Spiel. Ist sozusagen eine Art Resident Evil 2 Kopie. Aber eine ziemlich gute, war ein geiles Spiel an sich. Und, ja, keine Ahnung, Digga, warte mal. Ja, Cut 74, okay, nice. Oh, Entschuldigung. Wir haben unsere Männer abgeknallt, das wollte ich natürlich nicht. So. Ihr kleinen Schwanzlutscher. Mason, auf den Mörsertrupps zielen! Bin gerade dabei, Digga, der Akzent des Typen, ich schwöre, Beste. Bester Akzent, Digga. Sie sind hinter dem Felsen! Ich weiß. Nice. 2 erwischt. Die Mörsertrupps sind erledigt. Verdammt, Hass! Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung. Alter, geht's ja ab, Junge. Och du lieber Gott. Schalte die Panzer aus, Hudson. Aber ganz schnell, Hudson. Aber machen Sie ganz schnell. Verdammt, wir werden vom Boden aus beschossen. Nice. Erstmal alle eliminieren hier, die kleinen Hurensöhne. Nice one, Hazinius hat's geschafft. So, wunderbar. Das sind ein paar MG-Laster, die auf dich zielen. Ich kann erst wieder anfliegen, wenn die MG-Laster weg sind. Oh, Jesus Christ, bra. Oh mein Gott. Jesus. Ich finde übrigens BO2 hat eines der geilsten Story-Modes, so. Mit BO1. Den habe ich am meisten gefallen. Also BO2 Story-Modus ist unglaublich geil. Ist auch sehr, sehr lange her, wo ich den das letzte Mal gespielt habe. Locker, keine Ahnung, Digga. 4,5 Jahre her oder so, Digga. Ist auf jeden Fall sehr lange her. Aber bockt halt immer noch, Digga. Bockt halt nach... Wie lange ist das Spiel jetzt draußen? 8 Jahre? Bockt nach 8 Jahren halt einfach immer noch, Digga. So, ihr kleinen Hurens. So nice. Jetzt wieder mit Hudson unterwegs. Mit den ganzen alten Oldschool Black Ops 1 Streaks. 1, 2, 3, 4. Nice, alle erwischt. Das sind immer noch schwere Panzer. Dreh dich um, Hudson. Scheiße. Jawohl. Einmal bitte umdrehen. Och, hat Sinius. Toll. Na, großer, das ist ja Herz allerliebst. Stirb, du Hurensohn. Steige auf den Laster. Welcher Laster? Dieser Laster. Ganz schnell. Wir müssen sie erledigen. Der Akzent von dem Typen ist einfach genial. Der Feier ist einfach Todes. Todes. Auf ganz entspannt. Komm, direkt nur an so. Nicht treffen. Nicht schießen. Unser Weg zum Sieg hat begonnen. Ab geht der Junge. Wir machen diese Opfer platt.
Herrlich, Alter. Herrlich. Ach du Scheiße, Mann. Sind das unsere Leute? Ich hoffe's. Ich glaube, das war ja das Hudson. Den ficken wir, Junge, wir klatschen ihn. So, wir machen natürlich ja die Rambo-Kommando, Digga. Hudson, du weißt Bescheid. Mashallah, Digga. Wir werden ihn jetzt retten. Den guten alten Woody Woods. Ich glaube, die Story ging auch so ungefähr so knapp 4 Stunden, also mehr als 4 Folgen werden wir wahrscheinlich für die Story nicht brauchen. Ich verschwand in Vietnam. Vater dachte, ich wäre tot. Der ganze Scheiß, den Kravchenko ihm angetan hat. Die Zahlen. Resnov steckt in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was real war. Wie denn auch? Kravchenko, den elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Helden. Ein halbes Jahr später. Schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Helden echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheißsumpf sterben. In einem Sumpf zu sterben ist natürlich nicht so geil, ne, Woods? Das ist natürlich nicht so geil. So, weiter geht's, Digga. Die sichern sie den Lasken und retten sie Woods. Das ist natürlich die Hauptmission Nummer 1. Alter Schwede, Mann. Vorsichtig, Mason. So, wunderbar. Hickig, du Hanson, ich klatsch dich. Oh, den hat's geschlachtet. Den hat's erwischt, Alter, aber wie? Den hat's erwischt. Den hat's ganz hart erwischt. So. Ach, gar kein Problem, Digga. Ich klatsch ihn weg. Ey, nur an einer Seite. Das ist unfair. Egal, komm, hier. Batz. Der nächste. Ach, Will, du willst mich doch eigentlich. Willst mich verkacken, Jon. Weg mit euch, ihr Huans. Feinde auf dem unteren Schwarztee. Was ist das? Da ist bestimmt was Wunderschönes drin. Was ist das? Explosionsweste. Geil. Das ist doch geil. Nice, haben wir es erwischt. Ja, der soll sich hier links blicken lassen, der Wonson. Ganz genau. Ganz genau, Digga. Ja, klein Marschalos, Alter. Auf der, ach, da oben ist Dings. Warte mal. Lass mal den probieren. Nice, haben wir den? Nice, nice, nice. Das ist das letzte Kanonenboot. Oh Gott. Wir sind sicher. Mach den Container auf. Container, Container, Container. So. Hilf mir mal, Mason. Mit Vergnügen. Ab geht der Junge.
Oh mein Gott! Woods, bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Boah, Digga, ich will nicht wissen, wie dieser... Boah, dieser ekelhafte Gestank. Woods? Irgendwie, keine Ahnung. Das muss ja zum Kotzen sein. Frank! Ich bin's. Mason. Digga, es muss zum Kotzen sein. Wir müssen ihn ja rausbringen, Digga. Widerlich. Widerlich, Alter. Holy shit, man. Hören Sie den Hind mit dem Werfer, ja, mit dem größten Vergnügen. Alter Scheiße, Mann. Na komm. Ah. Nice. Nice. Alter Schwede. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Tschüss. Ich hol ihn. Wutzi Wutz. Hier geblieben. Hier geblieben, mein Lieber. Scheiße, Mann, das Boot geht unter, das ist das Schiff besser gesagt, oder? Bootschiff, keine Ahnung, ist eh das gleiche, das Scheiß. Hauptsache, Woods geht's gut, den guten alten Schabrackensohn. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Ach, die können uns den Buckel runterrutschen. Wir müssen los. Die Woods. Fliehen Sie aus dem Dschungel, ja, was du nicht sagst. Komm schon, Wurz, ich helf dir. Und übrigens, ab jetzt gibt's alle Let's Plays in 1080p. Ich habe jetzt mal alles umgestellt. Davor habe ich alles in 27p gerendert und aufgenommen. Jetzt gibt's endlich eine Auflösung, die eigentlich hätte Standard sein müssen. Yay! Geil. Das bedeutet, Sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung betten. Ach du Scheiße, Mann. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Scheiße, Woods. Das sind nur Kinder. Oh. Oh Scheiße, Digga. Die bilden die Kinder schon aus als Soldaten, kranke Scheiße. Gehen wir. Die bilden die Kinder schon aus, ja, geil, Alter. Wirklich großartig. So, ducken, mein Lieber. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Ich mach, was du sagst, Wutzi Wutz. Hat sie jetzt. Rennen wir zur Holzhütte. Scheiße, Bruder. Komm, schnell, 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 schnell. Ganz, ganz schnell. Wunderbar, und in Deckung gehen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Wenn ich mich drehen könnte. Hudson. So, runter ins Gras wieder. Ganz entspannt.
auf ganz gespannt. Ich sehe Bruder, boah. Oh no. Position halten. Sie sind bin dabei, ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Renn! Renn, 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 renn. Renn, Mason. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Woods. Okay. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ist ja gleich schon gut. Interagieren, warte mal, wie mach ich das? Ah, hier ist eine Tür. Genau mit dem Ding, was wir öffnen können. Das Schloss-Tool war ja mit dabei. Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Fallen, ne? Damit kann man arbeiten. Scheiße. Schieß einfach, Bruder. Mullah Rahman. Kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka. Как ты? Дел. Du dreckiger Uhren. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten. Americano le está diciendo que no se mueva. Maulheit. Él piensa que está en control, pero él no es. Ich sagte Maulheit, die Waffen runter. Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn. Scheiße. Oh mein Gott, holy shit. Bam, Alter, ins Gesicht. Das hat eine Narbe gegeben, Alter. Das hat eine Narbe gegeben. Geht zum Strand. Steht die Evakuierung. Negativ, wir sind verlangt. Zum Fluss gehen. Verdammt nicht. Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her. Ja, das sieht so aus. Was zur Hölle ist da hinten passiert? Jetzt bin ich gespannt. Bringt das was? Schon gut. Ich hoffe, das erwischt die, Digga. Ich will die Schreie hören. Ja, es hat sie erwischt. Die Hochdecke sind gut für Scharfschützen. Kletter rauf und gib Deckung. Ah, hier. Es sind doch Sniper am Start. Schade. What the fuck, Digga. Wir müssen los, Hatz. Rauch einsetzen. Alter. Ganz schnell. Alter, dieser Hurensohn. Wo ist er? Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Scheiße, Digga. Oh, es kratzt. Ist schon vorbei. Hab schon alle eingesetzt. Es kommen noch mehr. Scheißegal. Wir klatschen die. Wir klatschen die, wir klatschen die. Ihr hässlichen Hurens. Wir müssen jetzt zum Fluss schaffen. Ihr hässlichen Hurens. Ich finde den Xbox-Controller irgendwie sehr angenehm, weiß ich nicht. Ich finde es sehr angenehm. Aber natürlich auch noch ein Scuffy 360 extra für Bio 2 damals gewählt. Weil ich das Film mit Angel gespielt habe. Einfach weg hier, einfach weg, einfach weg. Hab komplett vergessen, wie episch das hier alles ist. Ich mach das.
Jawohl, Hammer. So, wir müssen jetzt mal Woods verteidigen. Ah, cool, wir haben jetzt wieder die ganzen Fallen. Okay, das war's. Oh Gott. Achtung, Mörserfeuer! Na geil. Sehr geil natürlich. Alter, Alter, Alter. Jesus Christ. Ich muss sagen, mein Aim auf der Xbox war nie wirklich gut. Bin ich ehrlich, mein Aim auf der Xbox war ehrlich nie wirklich gut. So, scheiß drauf. Aber für Kampagne brauchst du jetzt nicht das beste Aim der Welt. Ah, scheiße. So. Wir kommen raus. Nein. Das hat sich doch geregelt. Was denn, Bro? Scheiß Russen. Verdammt, keine kommen. Die Russen. Das sind unsere Leute. Oder? Das sind bestimmt unsere Leute. Ja, das sind unsere Leute. Beeilung, na los. Ehrenmann. Scheiße. Haha, Digga. Woods immer am Start. Immer am Start, der gute Woods. Alles okay, bro? Er hat die Lippen bewegt, aber nichts gesagt. Entweder war das ein Programmierfehler oder irgendwas in ähnlicher Form, Digga. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft. Er ist genau wie du, Kleiner. Maschallah, keiner wird zurückgelassen. So lobe ich mir das. Gut ausgestattet. Ja, jetzt kommen die ganzen Erfolge, Digga. Weil, wie gesagt, ich habe die Story auf der 360 noch nie gezockt. Das ist das Geile. Jetzt kommen die ganzen Erfolge hoch. Und jetzt geht's los. Mason rettet Woods. Perfekt. Zum Fortfahren. Nice. Jetzt sind wir sozusagen in der aktuellen Zeit. Oh, wie gern würde ich die Ska spielen. Ah, M27 mit Dings braucht kein Mensch, Digga. Was ist das hier? Na komm, behalten wir mal das. Das behalten wir. Na komm. Flinke Hände packen wir auch noch mit da rein. Gibt es vielleicht ein paar Tarnungen, die ich freischalten kann? Ich glaube, die kommen erst später. Okay. Levelstart, perfekt. Und so fing alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass ihr denkt, es geht um Ideologien. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst, hat das Netzwerk Cordis Dir durch jede Menge Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Dir? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arsch doch. Beim JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht?
Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in Diät-Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Diaz zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Diaz Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Lebendig. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raúl Menéndez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Toll. Wahnsinn. Da hab ich Bock drauf, Digga. Da hab ich Bock drauf. So. Er hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Tatsache, Digga. Maschallah, dem geht's gut, dem Typen. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis D.E. momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menéndez der Retter. Dann steht Cordis D.E. eine herbe Enttäuschung bevor. Maschallah, wie weit kann der denn bitte schon gucken? Ist ja der Wahnsinn. Celerium. Halte die Leine in Schwung. Section, aka David Mason. Ich glaube nicht, dass es so eine Technik in 5 Jahren geben wird, aber vielleicht gibt es sie sogar schon, wer weiß. Und wir wissen es nicht. Aber es ist geil, Digga. So. Die Oberfläche ist uneben. Nice. So weit, so gut. Bereit? Nice. Okay, Angeber, du bist dran. Nice. Boah, das bockt, Digga. Das bockt, das bockt. Das bockt richtig. Nice one. Easy. Holy shit, bro. What's that? Oh nein. Oh nein. Gottes Willen, Alter. Ja, alles klar. Dank dir. Maschallah, Digga, unser alter Truppkamerad, den kenne ich auch nur von damals. Wird ein Kinderspiel. Sei kein Idiot. Unterschätze nicht Raúl Menéndez. Salazar. Ach, Crosby, der alte Wichsfehler. Ist Latein. Für Herztag oder so. Hört sich edel an. Hört sich sehr edel an. Genau das glauben. Aber das ist es nicht. Crosby, du bist dran. Na gut, da würde ich sagen, wir machen genau den Scheiß. Okay, dann mal los. Geil, Digga. Geile Wichse. Ist natürlich auch alles gescriptet, aber allein so eine Sequenz ist halt einfach richtig cool, Digga. Bockt halt einfach extrem. Den einen oder anderen mächtigen Hindernis haben die natürlich auch eingebaut, ist klar. Aber es bockt, es bockt. Da, der Spalt im Berg. Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Nice, und das ist die Stelle, die wir mit dem Fernglas beobachtet haben. Und jetzt, daran kann ich mich noch erinnern, jetzt wird es auf jeden Fall eine massive Zerstückelung geben. Bestens. Salazar, Crosby, habt ihr die linke Seite? Jetzt wird's losgehen, Freunde, jetzt wird's losgehen. Ich glaube, die haben sogar A1. Der hat eine SKH-Schalldämpfer. Hier, Harper. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Ja, die haben einen 94er. Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Freigabe zum Angriff. Freigabe zum Schwarztee. Ja. Zuschlagen, sobald ich treffe.
Eine EMP-Granate wird ihre Tarnsysteme durchbrennen lassen. So, nice. Come on. Eine schöne, saftige M27. Feinde im Aufzug! Was ist das für ein Wichs? Weg damit, gib mir die einen. Nein, A1 schwitzt für 90, man kennt's. Die gab's wirklich mit allen Aufsätzen. Die gab's mit Rotpunkt, mit Schallämpfer, mit Fast Max, mit... mit allen möglichen, sogar mit Tarnungen. Selbst mit Tarnungen gab's die. So. Nice, nice, nice. Der hier noch. Nice one. Ach, Freund, das Game war die beste Zeit. Das Game war einfach die geilste Zeit. Holy shit, bro. Okay, legen wir los. That's not good, bro. That's not good. Fick dich. Klatsch dich, du an. Ich smack dich. Ich smacke dich. Ey, nein, mach das nicht. Geh rein! So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ey, die Semtex! Assi. Ganz assi. Die verfickte Semtex, Digga. Geh rein! Ihr kleinen dreckigen Hurens. Ihr dreckigen Schwarztees, ich fick euch! Was ist denn das? Das ist ein Granatwerfer? Alles unsere, sorry. Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich glaube, ich wäre kein guter Soldat in der Armee. Ha! Sie ziehen sich zurück! Ich schieße halt auf alles, was nicht bei 3 auf dem Ulm ist. Scheiße, die Faschisten und die Schütze kontrollieren das Gebiet. Schon gut, schon kaputt. Auch kaputt. Ja, mit dem Wichs. Nice. Nice. Gut, alle kaputt. Alle kaputt. Nice. Schöner Headshot, wunderbar. Schön reinskaffen, man kennt ihn. Hier kann man richtig hochspringen, Digga. Ist euch das aufgefallen? Man kann hier richtig hoch springen. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Stirbt ihr Untersöhne. Sterbet. Okay, gut. Nice, 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 nice. Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Ja, das ist sie, das kann ich bestätigen. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um den Oh Gott. Zu untersuchen. Nein. Zurückweichen. Kann man doch so machen, nice. Pass auf, wo du hintrittst. Die Flut kann Schäden verursacht haben. Aber massive Schäden, Alter.
Massiv! So, Kontrollpunkt erreicht. Nice, gut. Mach auf den Scheiß. Scheiße. Sieh die Nachricht. Haben wir nur eine Ablenkung. Die Mauern sind mehrere Meter dick. Drinnen ist kein Empfang. Sag Rex Bescheid. Wir gehen rein. Kraken, hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räum- und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Ach, so. Kommunikationsausfall im Innern erwartet. Kraken bestätigt. Bodenteam rücken zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Ist das was Leckeres, was Saftiges? Das sind irgendwelche... Ah. Das sind Unsichtbarkeitsdinger. Das ist geil. Was? Ne, AGR, ein AGR, Digga. Den habe ich selbst im Multiplayer nicht gemacht. Ja, und. Ihr hässlichen Huans! Nach oben, los! Vorrücken! Sie wollen uns offensichtlich nicht hier haben! Nice! Nice! Oh no! No, 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 no! Ihr hässlichen Schwarztees. Ihr Schwarztees. Ihr Schwarztees. Oh, Crosby, scheiße. Er ist hässlich. Ich hab gedacht, er ist ein Gegner. So, gut, perfekt. Ab geht der Junge. Ab geht der Junge. Ich bin immer noch fucking müde, Mann. Ach du lieber Gott. Okay, das Ding ist kaputt. Stirb. Du auch. Du auch. Fuck! Mashallah, Digga. Ich hab keine eine Muni mehr. Scorpion. Nice. Nice. Oh Gott. Nice one. Mit Zielsucher, ihr scheiß Franzosen! Solche kleinen Wichser. Nein! Okay, alles frei. Entschuldigung. Warte mal, wo ist mein Alter hin? Wo ist mein Alter hin? 1,94, wo bist du? Ich suche dich, mein Liebes. Die war irgendwo hier, glaube ich. Ach, wen juckt's? Kleine Waffen, so ein Zeug halt. AN ist AN, egal wie ich aussetze. Wurz hat uns verraten, wie viel Reichtum Menendez angehäuft hat. Jemand ist hier. Er hat in Waffentechnologie investiert. Okay, du kleiner Bastard. Du arbeitest jetzt für Uncle Sam. Ach, er folgt uns jetzt einfach, oder was? Bitte, nicht wehtun! Okay, los, komm! Wer ist das? Wer bist du? Was machst du? Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tue Ihnen weh. Mein Name ist Eric Briner. Ich bin Magnetometrist. Okay, und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird.
Sie kommen. Bringen Sie mich lebend hier raus. Ich gebe Ihnen alles. Unten bleiben. Runter. Toll. Ach, das Ding. Komm, lass mal probieren. Na geil. Na geil. Stell sie als Deckung auf. So. Alles kaputt. Digga, mit Zielsuche, das ist so unfair. Das ist so unfair mit Zielsuche. Stirb doch, du Fischkopf. Stirb! Herrlich. Geschafft! Also wo ist das Silerium? Hier! Der Schließmechanismus muss zu zweit bedient werden. Auf Ihr Zeichen! So. Schickes Labor auf jeden Fall, Mashallah, Digga. Der Typ, der hat ordentlich investiert. Was ist das? Quantenverschränkung. Dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur. Kranke Scheiße, Alter. Da hieß es, dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will. Ich hörte von etwas namens Karma. Das muss der Name der Cyber. Karma! Grüße gehen raus zu meinem Ehrenbruder Melvin an der Stelle. Jetzt gäbe es nichts, was ihn aufhalten könnte. Oh Gott, mein Arschloch brennt. Selbst ich nicht. Oh shit. Scheiße, nicht gut. Nicht gut, Digga. Den hat's erwischt. Den hat's mies erwischt. Boah, ich muss so scheißen, Alter. Ich muss so kacken, Bruder. Ihr kleinen Hurens. Wir kämpfen uns raus. Ob mit oder ohne Unterstützung. Scheißegal, einfach rein hier. Einfach rein in den Hasen. Einfach rein in den Hasen, Digga. Scheiß auf Feuermodus, einfach normales Visier. Section, Ihr Team kann abrücken. Das ist Briggs. Das sind unsere Leute? Scheiße, geil. Das ist das Extraktionsteam! Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Was geht ab, was geht ab? Was geht, was geht, was geht? Moin sein. Die Mission war ein Erfolg. Hallo, Chef. Schön, Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer Menendez plant, Silerium ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes. Das mag sein, der Typ ist gefickt, sein Urvater. Ein Sturm zieht auf, ein weiterer Erfolg. Oh Gott, mein Arschloch brennt. Digga, ich muss gleich so kacken, Mashallah, Digga, leck mich am Arsch, muss ich kacken. Bruder, mein Asshole. Bra, mein Asshole. Oh, Jesus. So, jetzt spielen wir wieder Dingens. Okay, erweiterte und packen wir noch Ruhepunkt drauf. Einfach so, wie ich es kann. Wir packen auch Erweiterte drauf. Hier auch flinke Hände. Und hier natürlich C4. Okay. Na gut, das soll es dann mit der Folge gewesen sein zu Call of Duty Black Ops 2. Die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
Bis dann, checkt die Mizu-Fick-Dioden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.